Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wildes Leben. Wir machen gerade ein Gehege für die Chocobos, können sie aber leider noch nicht reintun, weil die einfach uns noch nicht folgen, noch ein bisschen ignorieren. So. Und wir werden so schnell wie möglich dann anfangen, ein Haus zu bauen. Vielleicht einen Stall oder so, ja. Okay. So. Da gehen aber Chocobo nicht rein. So, jetzt. Also, Gieselgrün können wir gleich mal anschauen. Eine Gieseltorte. Pink Gisal. Ja, gehen wir mal kurz zurück. Vielleicht mit den Samen. Oder sonst. Vielleicht die Fäden, aber droppen die Fäden, wenn wir in der Nähe sind. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal eine Fäde bekommen. Ja, die haben wirklich so ein bisschen komisches nach vorne kommen und schon treffen. Vielleicht haben wir einfach eine gigantische Reichweite. Da sind Federn. Gut. Jetzt ist er so ein bisschen abgehauen und hat Federn hinlassen. Hier haben wir noch eine aktive Karte bekommen. Place Water. Aha. Also, Saddlebags, Chocobadia. Ja, wir haben kein Goldnugget. Tintenbeutel haben wir auch noch nicht. Und einen Sattel haben wir auch noch nicht. Es geht noch nicht. Also, ich habe schon ein bisschen gedacht. Also machen wir hier noch ein bisschen mehr Weizen. Ja, Gisal anpflanzen. Hä? Und dass wir hier vielleicht dann die Gisal wegnehmen. Okay, gut. So. Also das Erste, was ich machen will, ist ja... Genau. Die Eisenhacke nochmal nehmen. Und da mal anpflanzen nochmal. So. Und dann gehen wir... ein Dorf halt in der Farmelf suchen. Dann können wir dort auch ein bisschen abbauen oder so vom Material. Aber es wird wahrscheinlich wieder so ein gleiches Dorf sein, weil es erst später in der Minecraft-Version kam. Ja, lieber irgendwas anderes noch finden, etwas Besseres. Bin mal gespannt, was wir finden. Hä? Aber trotzdem, es muss es sich lohnen. Weil es nicht mehr so leicht ist. Ich glaube, die Ziegen und alles werden von allem angelockt, was wie Weizenkörner aussieht. So. Also. Chocobo, bitte lieber leben. Wir sind bald fertig, hä? Okay. Wir haben hier noch immer nötig ein Waypoint. So. Direkt mal. Anfangshaus. So. Und zur Farm gehen. Und schauen, welche Richtung ich am besten gehen soll. Ja, direkt nach Süden, also auf die andere Seite nach Süden. Wunderbar. Da haben wir auch wieder so einen Wald. Das ist wahrscheinlich... Ja, müssen wir mal schauen, was, wie das heißt, hä? Ah, nochmal ein Dorf, wunderbar. Aber wir gehen natürlich noch ein bisschen weiter. Und dass wir ein Lagerhaus bauen im Garten, also in der Nähe vom Garten, also wirklich weit links wahrscheinlich. Vielleicht auch als Stall,
Also halb Stall machen, halb Lagerhaus. Und dann nehmen wir wieder die Häuser so ein bisschen am Fluss, der dort ist. So, jetzt können wir ein bisschen rennen. Wir haben ja genug Essen. So, wunderbar. Also haben wir wirklich hier anderes Holz, anderer Stein. Stone Brick. Mit Verbrennungsschaden, Stärke, Behutsamkeit. Behutsamkeit nehme ich mit. Die anderen, ja, noch nicht so ganz schnell. Das ist wirklich eine Axt auch. Wunderbar. Da haben wir einfach alle Werkzeuge in einem. Ich will aber die Axt nehmen. Geht weniger kaputt. So, ein halbes Haus, also ein nicht ganz beendetes Haus. Magnetik nehmen wir auch mit. So, schauen wir hier noch drüber. Vielleicht gibt es noch einen Tempel. Ja, dort ist ein Tempel. Gehen wir in eine ganz andere Richtung. Da könnte ein Sattel drin sein, da können wir mal einen Schokobo-Sattel machen. Ich denke, die gehen dann auch wirklich rein. Die kommen dann wirklich auch dazu bewegen. Mit zwei Sattel können wir einen Pferdesattel noch machen. Sonst vielleicht die Pferde züchten zuerst. Ja, bringt nicht so viel, weil Chocobos einfach besser sind. Ja? Pferde können dort bleiben. So. Hallo. Wie deine Taste zusammengedrückt. Behutsamkeit, Verwandlung. Metalcore nehme ich aber mit. Ja, mitnehmen. Heavy Line. Nö. Was aufschließen? Eisenbahn, sehr gut. Superman muss ich mitnehmen. Reaper. Ach, wie lustig. Komische Sachen hier. Weiß nicht, wieso die das jetzt neu so reingebracht haben. Kann alles sein. Also leider nicht ein Sattel. Nochmal ein Mesabiom. Und immer noch das gleiche Mesabiom. Jo. Können wir viel Lehm abbauen, können vielleicht etwas Lehm mitbauen. Ist eine Art italienisches Volk, so römisch. Mit Arenen, wäre cool. Hä? Das wäre natürlich sehr cool. Wieder rennen bitte. So, Zuckerrohr habe ich, glaube ich, hier eingesammelt. Ich werde trotzdem nochmal einsammeln. Ja, und dann wieder langsam zurückgehen, Leute. Vielleicht eben mal noch für Truhen sorgen und dann den Rucksack aussortieren. Jo. Ja, wir sehen jetzt gerade nicht mehr so viel, ne? Wir müssen aber schlafen. Da kommen plötzlich einfach schon Zombies. Was würden die... Ja, vielleicht ist es einfach nicht so dunkel in der Wüste. Hä? Zum Glück kein Nebel. Ich habe ihn ausgemacht, der Nebel. So. Also, wir müssen zum grünen... ja, Licht gehen. Laser. Aber schauen, dass wir nicht in die Sumpf Treibsand fallen, genau.
hier reingeraten. Ja, dann können wir gleich hier noch zum Wald gehen und schauen, wie er heißt. Desert, ja, also man sieht es an der Minimap auch ganz winzig, das kann ich nur lesen, wenn ich ganz nah am Monitor hingehe, weil es relativ ja, verpixelt ist. Ah, so ein Mischbiom. Kann mich vielleicht ein bisschen erinnern. Boreal vorerst, ja, ja. Das weiß ich noch, dass es drin ist. In diesem Biom Plenty, also wirklich schöne Biome. So, in so einem möchte ich auch mal bauen. Also Kühe können wir schlachten. Die sind ja hier in der Farmwelt. Wunderbar. Und schauen, dass wir keine Monster anlocken irgendwie. Da plötzlich ein Monster in der Nähe ist. Das ist auch wieder ein Biom, das ich kenne, aber den Namen nicht weiß. Schauen wir mal kurz. Zebra. Ein Zebra züchten, wäre cool. Vielleicht kommt ein Einhorn draus. Jetzt ein Einhorn. Können wir Einhörner züchten? Ja, Zebra haben wir hier. Eine Walnuss. Ja, ich tue jetzt mal die Druckplatte raus. Hä? Und Josh. Das ist leider noch nicht fertig. Goose Bay ist aber auch interessant. Weiß jetzt gar nicht, was das ist. Eine Birne. Nehmen wir die Birne noch mit. So. Und gehen wieder nach links. Kastanie, ja, kann man nicht so gute Sachen, denke ich mal, draus machen. So, jetzt wieder erklimmen, die Berge, die Sanddünen. Okay, lieber so. Und dann sind wir wieder zu Hause. Da hat es noch Äpfel. Okay, okay. Haben wir wieder etwas erreicht, so. Und jetzt diesmal zum Haus. So. Also, wir machen die Sachen rein, die da einfach auch passen. So. Ja, nicht gerade beim Gravel, da geht es ja nicht zum Anpflanzen. Ich denke da drüben, hä? Wunderbar. So. Also, Gisal wegnehmen. Wunderbar. Aber Gisal sieht's. Oh, Leveling Gisal, das ist ein bisschen besser. Machen wir da Karotten hin, hä? Es muss einfach wieder wachsen, also ich fehle jetzt Karotten, weil ich sie anpflanze. Aber sie sollen bitte wieder wachsen. Damit ich wieder die zurückbekomme. So. Okay, da haben wir noch eins. Show. Also mal eins reintun, dass wir reinmachen können. So, draußen alles noch reinmachen. Gut, so. Also,
Dann machen wir als nächstes, jetzt schauen wir mal kurz, ist der Wachsen. Okay, da haben wir schon die ersten. Weiß ich nicht, wie man die. Ah, so. Wie lustig. Aber brauchen wir noch nicht. Wir legen die einfach so rein. So. Und. Müssen jetzt eigentlich weiter suchen. Hä? Und die Farm weggehen. Und jetzt mal schauen. Ja, in diese Richtung, die wir schauen. Hä? Wir haben jetzt wieder ein aufgeräumtes Inventar. Können wieder viel mitnehmen. So. Wir können vielleicht im nächsten Part, wenn wir zurück sind, gleich mal ein Lager machen. Haben wir das mitgenommen? Ist das das Bambus gewesen, das wir schon mitgenommen haben im vierten Part? Ich glaube, das ist das, ja. Sonst holen wir es dann nochmal. Es sieht einfach gleich aus, fast. Ich kenne es gar nicht, also bei mir ist es seit länger jetzt schon her. Ein Rabe. Also in die Richtung. Mal alle Sekunden. Ein Löwe. Ein hüpfender Panda und ein schwarzer. Ja. Schwarzer Panther, mehrere schwarze Panther. Wow, mach's aber schon. Heftig. Also. Das ist toll, weil, ja, haben wir jetzt zu kämpfen gehabt und Nahrung, sehr viel. Also ich hoffe jetzt mal, dass die Schafe, wenn man sie tötet, auch Nahrung geben, weil ja Ex Futurum drin ist. Wenn nicht, haben wir wenigstens Wolle, können wir viel aus Wolle machen oder eine Mischung. Zwischen Lehm und Wolle gibt es so. Ja, ich denke schon, wir müssen ja Farben repräsentieren von den Völkern. Deshalb ist das wundergut. Wunderbar. Dass wir Schafe haben zu Hause. Hä? Also, ich sehe jetzt gerade nicht viel. Noch nicht viel. Hä? Wir sehen wirklich... mehr. Dann gehen wir unten herum. Hä? Ich möchte wirklich tropischen Garten mal haben. Und... ah, da haben wir Gooseberry. Er ja, ist noch nicht reif. Alles nie reif. Wait Damage. Könnte das dann die Pets bekommen, oder wie? Gibt es irgendwie Anti-Knockback auch? Das wäre nämlich gut, wenn man die Inseln dann besucht. Ja, gibt viel zu denken. Aber ihr seht ja, man kommt nicht so schnell vorwärts, man muss halt auch viel sammeln. Dafür haben wir dann wirklich wunderschöne Gebäude. Wir haben Dorfbewohner. Wir haben Wachen zum Beispiel, die uns schützen. Und so weiter. Ah,
Also jetzt sind wir schon wieder leider ein bisschen weit weg. Hier ist nichts. Hä? Gehen wir wieder zurück. Man hat einfach die Freiheit. Wenn ich jetzt schon wieder das neue Projekt von den großen Minecraft-YouTubern sehe, ja, auf dem Meer nichts zu sammeln, nee, lieber nicht. Da bin ich lieber froh, dass ich wirklich viele Mods habe, die auch mega Spaß haben, eine Motivation geben. Ja, und das Rollenspiel können wir gleich so machen. Ihr wisst ja sicher von Skyrim oder so. Skyrim ist jetzt nicht gerade so ein gutes Beispiel, aber Morrowind, der Vorgänger, der hat einfach das alles ein bisschen angehoben, das Rollenspiel vermitteln. Und da war ich immer so richtig begeistert. Wusste natürlich, es geht noch viel, viel besser. Aber es wurde ja nicht, also Oblivion hat wieder weniger zu reden gehabt, sehr wenig eigentlich. Skyrim war da schon wieder ein bisschen besser, aber ja, mal das Erzählerische ein bisschen fördern in einem Minecraft-Projekt. Das will ich jetzt machen. Und Motivation habe ich eigentlich immer. So. Was ist das da? Aha, ein Pilz. Da haben wir jetzt die Giesel. Die. Was hat's? Gooseberry, genau, Gooseberry. So. Also. Ja. Dann machen wir mal die Truhen. Lagern alles. Und tun den Rucksack im nächsten Part dann aus. Leeren, hä? Boah, die Bären. Das nerven sie langsam. Eine Schlange habe ich gehört. Hä? So, ich bin da. Perfekt. Ja, die Trients, die schützen hier schon. Gut. Den Spawn, also ja, Farm Spawn. So. Und Angler. War's schön hier. So. Ein paar Kisten machen. Wunderbar. Also machen wir hier eine Pflanzenkiste. Auch das Klee. Auch die Tiere. Leder auch hier rein. So. Und da drauf machen wir andere Sachen. Zum Beispiel meine Schere, die Eisenhacke. Gut. So. Und Rucksack aus. Laden schon mal. Zum Beispiel die ganz verschiedenen Steine. Einfach mal in die Werkzeugkiste auch reinpacken. Die können wir dann wieder splitten. So. Und ja, die Schriftrollen. Werkzeuge. Nehme ich einfach alles raus. So. Also. Das. Mache ich noch den Loot rein. Hä? So. Ja, ist nicht so gut. So, wunderbar. Das rausnehmen. Ja, nicht die Fische.
Gut, da ist noch. Und dann noch im nächsten Part, wenn ich es nicht vergesse, noch ein bisschen mehr. Gut, ja, wir haben noch Zeit. Also, ich will noch das rausnehmen. Ja, das, weiße Wolle und dann hier rein. Die hier rein. Die mal ernten. Gut, dass wir hier Karotten haben schon. So. Ja. Machen wir uns einen Bogen. Ah, da haben wir jetzt wieder irgendwo reingetan. Da. Die Fäden. Was ist das? Gewebte Baumwolle. Ein Bogen möchte ich schon mal machen. Geht nur noch rechts. Wieso geht der Bogen nicht so, wie man es kennt? Also gerade, ja, habe ich nur ein bisschen nicht gerade daran gedacht, dass es umgekehrt ist. Schade. Ich muss mal die, ja, alles Steine da drüben hin tun. Grauwacke haben wir noch. So. Und im nächsten Part gehen wir Obsidian holen und dann den Sniffer. Hä? Dann haben wir dort wirklich auch die verschiedenen Biomes-Plenty-Biome vom Sniffer und hoffentlich bald. Was wollte ich haben? Also vor allem die Netherruinen müssen wir finden und Lower Routen, glaube ich, brauche ich. Ja. Lower Routen müssen wir holen. Ist halt ein bisschen schwer auch, aber ich will ein herausforderndes Projekt haben, ja. Und es wird jedes Mal spannender. Ich merke es einfach, dass wir einfach nicht so schnell fertig werden. Also ist zum Unglück so. Und alles nacheinander machen können. Es auch ein bisschen boosten können mit verschiedenen Dörfern, dass wirklich später eines auch wirklich ein Fischerdorf ist, eines ein Schokobotdorf und so weiter. Das ist, glaube ich, hier drin gewesen, ne? So. Also, Pfeile noch mitnehmen. Da haben wir nur zwei. Das ist wahrscheinlich hier. 12. Ja, für ein Wetter geht das schon. Für ein Gas geht das schon. Super, ich bin fertig. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Das wird dann der 7. Part sein. Tschüss.